Hallo Khalifa, grüß dich. Schön, dass ihr beide da seid. Ja, interessantes Spiel, aufregendes Spiel auch. So it was an exciting game tonight against Real Madrid. How did you see this game, Khalifa? Yeah, like you said, it was a very exciting game. Obviously, we didn't come away with a win, but it was a great team fight, and you know, everybody's kind of trying to, you know, that's the line we want to start in every game, BBL and EuroLeague. Also, sie wollen immer wieder abliefern in der EuroLeague, in der BBL. Er sagt auch, es war ein aufregendes Spiel. Natürlich hätten sie am Ende dann auch lieber noch gewonnen. Ich glaube, da kannst du zustimmen, Thomas. Aber im Prinzip schon eine Leistung gegen eines der absoluten Top-Teams, auf die ihr auch ein Stück weit stolz sein könnt? Definitiv. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Tendenz der letzten Spiele, dass wir, glaube ich, unsere Leistungen in vielen Bereichen stabilisieren. Ich finde, gegen Monaco haben wir schon einen sehr guten Job hier gemacht. Heute gegen Madrid das Gleiche. Auf der anderen Seite ist natürlich dann immer noch so ein bisschen doppelt bitter, dass man sich halt nicht selbst auch dafür belohnen kann. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein sehr gutes Spiel. You have one of these fabulous highlight scenes at this game in the first half when you had a one-handed dunk over Vincent Poirier. How did you see the situation because the arena collapsed at this moment? I mean, first of all, it was a great pass by Erman. I got to give him credit for that. And, you know, it was just one of those passes. I just tried to reach back and, yeah, it was a great ally. And for sure, it amped the team up. I was amped after that and the fans also. Das ist die Bescheidenheit, die ihn auch auszeichnet. Also er erwähnt dann vor allen Dingen den schönen Pass von Hermann, hat er gesagt, oder was? Ja, also auf jeden Fall war es ein toller Pass von Martin auf ihn und Luis hat dann auch total abgefeiert. Wie bist du in so einem Moment? Bleibst du dann cool oder rastest du auch aus innerlich? Man zelebriert es schon, aber ich habe zum Glück Sebastian Czonka neben mir, der mehr für die Emotionen zuständig ist und ich versuche dann darüber nachzudenken, was wir als nächstes machen. Das ist ja ein ganz wichtiges Play von euch mit Khalifa schon immer gewesen, dass man halt seine Größe auch ausnutzt, dass er wahrscheinlich auch den Auftrag hat, nimm den Ball bloß nicht runter, stopft ihn gleich oben mit rein. Das hat mal gefühlt zwischenzeitlich nicht so gut funktioniert, geht jetzt wieder besser. Liegt das vor allen Dingen an Martin, der dafür Räume schafft oder woran liegt das aus deiner Sicht? Klar, Martin hat da großen Anteil dran. Der ist mit Abstand der beste Pick-and-Roll-Spieler, den wir haben. Dass er halt für die Bigs die Rollen kreiert, aber halt auch für die Schützen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es für Khalifa viel einfacher ist, das alles in der Euroleague zu machen. Weil erstmal die Schiedsrichter sind daran gewöhnt, dass Jungs mit der Größe spielen. Und für ihn ist es auch so, dass er gegen Leute spielt, die genauso groß sind wie er. Und das ist was anderes. In der BBL hat er meistens Leute, die sind einen Kopf kleiner und gehen ihn ganz anders an. Und das ist viel schwieriger. Do you agree with Thomas that it's maybe easier for you to play in the EuroLeague than in the BBL because there are more people like you from the stature? Yeah, definitely. And also, I mean, this is not public, so the refs are not here. So I think it's better in the EuroLeague because the guys are bigger, so they let us play. In the BBL, it's a show for the refs. And it was a very special matchup tonight against Eddie Tavares. How do you see him and how do you see this matchup? He's definitely one of the great bigs in the EuroLeague. So every time you're going against somebody like this, it's going to be a big talk in the media. But honestly, I don't really like this kind of stuff. I don't want to get caught up in it. I just come and play every night and give my best. Okay, also... Er kommt raus, versucht sein Bestes dann zu geben im Spiel und war natürlich trotzdem alles beeindruckend, auch von der Athletik. Was nehmt ihr aus so einem Spiel jetzt mit? Weil es ist ja in der EuroLeague so, es geht ja im Prinzip eigentlich um nichts mehr, außer wahrscheinlich irgendwie so Schwung aufzunehmen für den Rest der Saison. Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist für uns, auch wenn es jetzt tabellarisch oder Playoff-mäßig in der Euroleague um nichts mehr geht, ja. Aber ich glaube, für uns geht es schon um viel, weil jede gute Leistung, die wir in der Euroleague zeigen oder vielleicht auch ein Sieg, der dabei rausspringt, ist für uns extrem wichtig, was Selbstbewusstsein angeht, was auch die Entwicklung, glaube ich, die wir gerade machen, angeht. Und da wollen wir uns irgendwann hoffentlich auch belohnen, weil das einfach etwas ist, was wir für den Rest der Saison, was uns stärken wird. Eine gute Sache ist ja, dass die ständig rumreisen. Ich glaube, das nervt euch manchmal auch ein bisschen, dass ihr so viel reist. Aber ihr seid übermorgen schon wieder in Istanbul bei Efes. So, do you like traveling all around Europe? Because the day after tomorrow you have to play at Istanbul. Do you like traveling? I mean, definitely. Istanbul is actually a great city. The weather is nice. The food is really nice over there. So I don't mind going there.
Also er freut sich drauf, weil irgendwie Istanbul hat auch immer gutes Wetter. Und dann geht es ja richtig zack, 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 zack weiter. Also ihr spielt Donnerstag in Istanbul, müsst dann zurückkommen und in Chemnitz am Sonntag, was ja auch, glaube ich, eine große Herausforderung wird. Klar, also Chemnitz wird nach der Doppelwoche Euroleague und mit der Art und Weise, wie sie gerade spielen und wie gut sie gerade spielen, eine riesige Herausforderung. Und ich hoffe, dass wir da das, was ja die letzten Spiele gemacht haben, mitnehmen können und dass es uns da helfen wird. Was ich mich gefragt habe, ob der Khalifa eigentlich schon immer so groß war, weil hier unten sind ja jetzt junge Menschen, die wahrscheinlich sagen, ich will auch mal so groß werden wie Khalifa Komachi. Have you been as tall as this as a child, or not as this, but when did this all start? Yeah, I was born like this. I guess. I was really. But as a child. Did you practice at other sports like soccer? What did you do there? Yeah, I did a lot of soccer. Did some track. A little bit of karate. Some track? That means that you jogging about 5 kilometers. Or what was your distance? Yeah, I did long distance. Long distance. Okay, also er war endurance. Okay, also er war richtig Langstreckenläufer. Kannst du auch sowas aufbieten oder was hast du in deiner Kindheit gemacht an Sport? Klar, ich bin länger gelaufen und schneller gelaufen als er, definitiv. Du warst in deiner Kindheit auch so groß, wie er jetzt ist. Ja, ich bin kleiner geworden. Ich weiß, mit dem Alter wird man kleiner. Ich habe den Punkt habe ich schon überwunden. So sieht's aus. Ich danke euch beiden, dass ihr noch hier wart und danke schön für einen schönen Abend. Thank you very much. Thomas Pech, danke schön, Khalifa Komachi. Thank you very much.